Mein Getränk passt heute perfekt zum Set. Ich bin wieder im Büro, endlich wieder in gewohnter Umgebung. Heute kommentieren wir schon Folge 6 vom Bachelor. Wie immer findet ihr den Link unten zu RTL Plus, da könnt ihr euch die Folgen natürlich im Ganzen angucken. Ich spiele heute wieder beim Bullshit-Bingo mit. Ich nehme heute die... Ich habe da gerade vielleicht drauf gekleckert. Ich nehme heute die gelbliche Variante und habe das erste ausgebessert. Aurora ist ja raus, deswegen jemand streitet sich. Okay? Let's go. In Mexiko dürfen nur noch 9 Ladies davon träumen, das Herz des Bachelors zu erobern. Ich kann das ja eigentlich. Du kannst das Bild einblenden und ich mache jetzt den Text dazu. In Mexiko dürfen nur noch 9 Ladies den Traum... Was? In Mexiko dürfen nur noch 9 Ladies davon träumen, das Herz des Bachelors zu erobern. Stimmt, ne? Ja. Leute, Nachricht! Das iPad hat geblinkt. iPads sind irgendwie auch out, oder? Na, es sind schon noch ein Ding, aber irgendwie auch nicht. Also immer, wenn ich ein iPad verwende, komme ich mir auch immer wie 55 vor. Sweet. Hey, Ladies. Wow, das hat unfassbar lange gedauert, bis er was gesagt hat. Wie funktionieren wir im Team und wie gehen wir mit Drama um? Können wir gemeinsam über uns lachen? Auf jeden Fall über ihn lachen. Das war alles so krass ernst. Und können wir über uns lachen? Das möchte ich heute herausfinden. Gemeinsam mit Franzi, Anna, Chiara, Jana, Maria, Lara und Christina. Neles Blick war auf jeden Fall vielsagend. Geil, mit Drama. Sind nur wir beide nicht dabei? Nee, hier. Ah. Da bin ich ja mal aufs Date gespannt. Nach dem Sarg-Date, was kann das noch toppen? Ich denke, dass wir schauspielern müssen. Das verstehe ich auch nicht. Wisst ihr, auf der einen Seite sind die immer super empfindlich, wenn jemand sagt, ja, ich bin Influencerin oder ich will mal irgendwie berühmt werden oder I don't know. Aber dann so, ja, mir ist es wichtig, dass meine Freundin auch schauspielern kann. Wo sind wir denn hier alle? Das ist doch logisch. Ja, ich glaube, das wird ein Theaterstück. Oder ein Theater. Oder Theater. Good one. Ich muss mal kurz, was gibt's hier überhaupt? Ein Sprichwort verdreht. Hey. Hey. Das ist eigentlich schon richtig. Ein Sprichwort wird verdreht. Das war zwar absichtlich. Ich mach da ein Bingo. Oh, ich nur ein Kästchen hab. Ich nehme mir auf jeden Fall vor, mal auch mit ihm richtig zu reden und ihn auch viel, viel mehr kennenzulernen, um ehrlich zu sein. Und das kann sie bei dem heutigen Date auf jeden Fall machen. Achtung, Ruhe bitte, wir drehen! Kleiner Einblick hinter die Kulissen. Heute drehen wir eine Telenovela. Im lateinamerikanischen Raum ist das sehr bekannt und auch sehr berühmt. Ich dachte, das wäre schon wieder der Dia de los Muertos. Ich bin froh, dass das Sarg-Date schon rum ist. Also ich meine, wäre es nicht gewesen, hätte das das unangenehmste Date werden können. Aber so ist es schwierig, das zu toppen. Ich bin heute so ein bisschen der Buhmann. Ich bin immer der Fremdgeher. Ich bin der Ehemann, der ja eigentlich nur Blödsinn macht irgendwo. Blödsinn. Fremdgehen ist auch so ein Blödsinn. Naja, dann war halt mein Upsi. Lass uns anstoßen auf den schönen Tag. Cheers. 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 Ich werde wahrscheinlich auch die ein oder andere Backpfeife abbekommen. Oh, es wird super spannend. Ich kann es kaum erwarten. Ich schlüpfe mal in meine Boxershort rein, ja. In mein offenes Hemd für die erste Szene. Cool. Dann bis gleich. Ich ja, ziehe einfach meine Hose aus und komme gleich wieder. Alles klar. Ich wollte nach Mexiko auswandern und ein Telenovela-Star werden. Wirklich, das war ein Traum. Sie will ein Star werden, also wenn da mal nicht die Alarmglocken läuten. Okay. Die nächste Nacht der Rosen machen wir so. Ja, wir hatten doch schon die Poolparty. Die war doch schon so, die Nacht der Rosen. Okay. Oh, Juan, zeig dich nicht vor den anderen Frauen. Du bist mir eins! Ist bei mir Jana ist eifersüchtig? Schade. Naja, niemand anders von euch kann jetzt Bingo schreien. Heute habe ich mich zum Clown gemacht von vorne nach hinten. Also irgendwo sollen die Frauen mich ja immer noch als Mann sehen und... Ne, und heute sind echt alle Hemmschwellen, würde ich sagen, gefallen. Mit meinem aufgeknöpften Hemd. Ach du Jemini. Heiliger Bimbam, oder? Ist er überhaupt noch ein Mann, wenn er sein Hemd so offen hat? Du beugst dich so ein bisschen rüber, man sieht sie erst nicht und dann kommt sie rum und dann ist so,
Weißt du, dann sieht das so ein bisschen nach. Aber nicht zu nah, okay? Auf jeden Fall übertreiben. Auf jeden Fall drüber. Und dann kannst du ja, weiß ich nicht, mitmachen. Ich weiß nicht, was für einen Film die hier drehen, aber ich find's gut. Ich bin eine richtige Sau. Take one. Action. Wo ist es? Es wird sehr unangenehm. Schade. Juanito! Okay, cut, cut. Cut, ohne Scheiß, cut. Cut. Können wir das nochmal? Okay, weil ihr wart okay. Wieder Ohrflüstern. Okay, ich glaube, wir müssen eigentlich uns einfach richtig küssen, so, ne? Spaß. Spaß, oder? Juan Carlos! Isabella? Was macht ihr wahr? Das sieht nicht so, das sieht, Lolita, ich was? Was, Isabella, ich habe hier gerade eben noch geputzt. Sie hat geputzt? In Unterwäsche. Nein, nein, sie probiert die Unterwäsche an, die ich dir gekauft habe. Was ist das für ein Dialog? Oh mein Gott, ich möchte... Ah, wenn du dachtest, die Sendung kann nicht schlimmer werden, oder? Take. Hey. Drei Takes haben die da für die Scheiße gebraucht? Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich wollte putzen. Und dann habt ihr euch geküsst? Nein, 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 wir haben uns nicht geküsst. Nein, 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 er hatte da was. Kat, es war gut. Es war gut? Glaube ich. Ja? Okay, ja. Bin mir auch nicht ganz sicher. Take one. Tschüss, Girls. Auf uns. Mädelsabend. Außerdem, wie kann es jetzt schon wieder Take One sein? Wir waren doch schon bei Take Three. Bin ich jetzt bescheuert oder was? Ja, ist eine andere Szene, muss aber dazu sagen. Also komm. Ja, nicht ganz. Ich habe Carlos eingeladen. Wer ist Carlos? Wer ist Carlos? Ich weiß, wer Carlo ist. Mein Cutter, liebe Grüße. Um den reißen sich auch die Frauen. Ihr seid meine besten Freundinnen. Ich möchte, dass ihr ihn kennenlernt. Ich habe auch jemanden kennengelernt. Ich auch. Was? Ja. Diego. Ich auch. Emanuel. Diego und Emanuel. Wenn das mal nicht die gleiche Person ist. Lita. Hallo, Schatz. Das ist Diego. Das ist Carlos. Das ist Emanuel, Leute. Es ist so unangenehm geschauspielert. Richtig, richtig, richtig schlecht. Dominik schwitzt, gibt's. Wo ist Mirella schwitzt? Was ein schlechter Schauspieler. Ernst bleiben, er lacht dabei bei den Schellen. Die müssen wir nochmal machen. Ich hätte gesagt, Entschuldigung, aber so geht das nicht. Die müssen wir nochmal machen. Kiara hat ein bisschen übertrieben. Bei Schauspielern kann man nicht übertreiben. Doch, wahrscheinlich schon. War echt hart. Aber war okay. Ich bin ja hart im Leben. Ich bin ja. Richtiger Mann. Ich bin der Bachelor. Ich bin der Bachelor. So. Ich mach dir Konkurrenz, Dominik. Yeah, sieht gut aus. Ich verstehe nichts an diesen Szenen, aber ich find's witzig. Nee, haben wir gar nicht. Wir haben nicht die gleichen Monitore, aber wir sind sehr ähnlich. Ich habe quasi Produktionsniveau vom Bachelor. Wow. Zumindest von der Telenovela Bachelor. Das schaut aus wie ein Stripper. Ja. Sieht heiß aus. Ja? Ja, ich meine, der war ja auch in der ersten Kennenlernnacht, war der ja einmal der Fahrer. Das war ja nochmal richtig ein crazy Anfang, oder? Ja, crazy. Mhm. Als Chauffeur sah er richtig heiß aus, richtig gut. Ich hätte es vielleicht dort sagen sollen, dass er sich die Kleider ausziehen soll. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Oh, was ich soll. Mamacita. Was machst du hier? Ich gucke. Bitte, der Chauffeur, die Auto sauber. Mamacita, ich liebe ihn. Was? Marisol? Ich liebe ihn. Ich möchte, dass jetzt es aufhört. Ich wollte den Bachelor gucken und nicht eine Folge Berlin Tag und Nacht. Da bin ich wieder, der alte Chauffeur. Fand ich gut. Vor allem mit der Dame, mit der ich auch durchgebrannt bin, war das umso schöner. Ja, nach schöner war der Mund viel zu lang offen. Ding, ding. Die ist perfekt für diese Szene, ne? Also, die hat das so super gemacht, so gepunkten und so. Und sie sah echt so hübsch da aus. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Marisol! Ich hätte gerne die Rolle von der Anna übernommen, als sie sich halt in den Chauffeur verliebt hatte. Ich hätte gerne, dass dieses Theaterstück ein Ende nimmt. Marisol! Marisol! Okay. Ey, was? Die fährt einfach nicht weg. Super. Cut! Kommt wieder zurück. Ey, das ist mal ein cooles Date, oder? Es macht so Spaß. Das ist doch kein Date, das ist Arbeit. Im Real Life ist es noch nicht so weit, dass sie
zusammen abdüsen dürfen. Das mach ja ich. Mit ihm. Wir lieben uns. So, beautiful siehst du aus. Thank you, you too. Auch Englisch sprechen sie. Haben wir ja schon geklärt, Gott sei Dank. Take one. Okay. Schon wieder? Was ist das denn? Oh, wow. Ich, wenn da am Poolrand wäre. Lecker, komm mal hier. Na, Ladies? Na, hallo. Fühlt ihr euch wohl in meiner Villa? Ist das deine? Oh. Hab ich mir von meinem Taschengeld gekauft. Ich kann wirklich nicht mehr mein Cringe-Level. Das Fass ist voll. Rodrigo, was machst du denn da schon wieder? Du sollst den Pool sauber machen und nicht verschmutzen. Ah. Oh, sorry, Ladies. Das tut mir voll leid, dass ihr euch belästigt habt. Das ist der große Plot-Twist. Wow. Du sitzt in einem Pool, der nicht dir gehört, in einer Villa, die nicht dir gehört und flirtest mit Frauen, die da anscheinend auch noch nicht mir gehören. Gott sei Dank, es ist ja nur eine Telenovela, weil eigentlich sind die ja alle schon verliebt in den. 100%. Flirty waren die heute nicht unterwegs. Außer Chiara wieder, die guckt mich immer wieder so an, ne? Ja, aber da ist ja noch Zeit, um zu flirten, oder? Sie schafft's immer wieder, ne, mit ihren Blicken. Ich probiere schon so wegzugucken ein bisschen, weil ich mir denke, ey, du frisst mich gleich auf, was soll ich hier machen? Gibt's irgendwas, was ich abpacken kann? Nein, leider nicht. Ja. Ja, wenn die da sich gut verstehen, sollen die mal machen. Ja, ich muss ja abchecken. Wir sehen ja auch nicht so oft. Wenn der dann im Boxershorts so vor mir rumspringt, dann natürlich gucke ich. Na, gucke ich halt auch mal einen Moment länger. That's halt irgendwo aus dem Game, ne? Das war echt wirklich einer der besten Dates, die ich, Gruppendates, die ich hatte. Bisher auf der ganzen Reise, finde ich. Ja, weißt du warum? Weil er da was zu tun hatte und wusste, was passiert und nicht das Gespräch irgendwie aufrechterhalten musste. Wollen wir uns hinten hinlegen? Gerne. Noch hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er so auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen möchte. Das wird auch noch ein Weilchen so weitergehen. Und wie fandest du mich heute? War ich real oder war ich Ja, du warst so real. Nein, war alles cool. Ich fand das gut, was du gemacht hast. Und wie war ich heute? War ich real? Ich bin halt schon so ein bisschen ruhiger in der Gruppe. So, aber wenn man halt so alleine ist, dann bin ich halt nicht mehr ganz so leise. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist mit Gedanken nur ganz anders. Der hört dir gar nicht zu. Was ist? Aber für mich war es auch total wichtig, zum Beispiel nach meiner Beziehung auch mal zu lernen, alleine zu sein. Und das habe ich sehr gut, denke ich, jetzt hinbekommen. Bist du jetzt so zufrieden mit dir, so wie du bist? Ja, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Das ist auch wichtig, so diese Zeit, glaube ich, mit sich selber zu haben. Kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, Franzi ist echt eine Frau, die echt oft auch angesprochen wird von Männern, kann ich mir richtig vorstellen. Also. Das kann ich mir richtig vorstellen. Oh, das soll auch nicht so eingebildet klingen oder so, aber ich krieg Klingt's schon nicht. Viel Aufmerksamkeit von mir. Yeah. Würdest du dich mit mir jetzt draußen treffen? Weiß ich nicht. Und sag, hey, Franzi. Ich weiß nicht, welches Klischee er da bedient hat, aber gucken wir mal weiter. Ich habe die Rolle gerade verinnerlicht. Ich merke das schon, bitte nicht. Da wäre ich aber auch ganz schnell weg, da. Ja, ich denke schon, weil du optisch echt mein Schema entsprechen würdest. Dein Schema? Mhm. Endlich mal eine, die Dominik als Beuteschema hat. So wie du bist du perfekt. Gott sei Dank, er hat schon echt mit seinem Ego gerade zu kämpfen gehabt. Was glaubst du, macht denn die anderen? Gucken wir mal. Da hinten ist ein Ball. Da. Nicht dein Seht Ernst. Oh, you're so red. Wir haben heute Wale gesehen. Das ist so cool. Die sitzen einfach in ihrer Küche und können bis aufs Meer gucken, wo Wale gerade sind. Als ich das gesehen habe, ich habe fast geheult. So schön fand ich das. Da, ja, richtig krass. Oh mein Gott. Wahnsinn, oh Gott. Das ist so cool. Das war so schön. Das hat mich so glücklich gemacht heute. Oh, so schön. Da wäre ich auch gern dabei gewesen. Kein Bock auf den Bachelor, aber den Wahl, ja. Es war ein gutes Gespräch, auch nochmal echt eine Ernsthaftigkeit am Ende reingebracht, was es nicht so ganz einfach jetzt macht für mich, ne? Es ist das harte Los eines Bachelors. Macht auch keinen Spaß irgendwie. Wo ich mir überlegt habe, geht die Reise weiter mit dir, aber nach dem Gespräch heute, denke ich, muss ich doch mal eine Nacht drüber schlafen. Das machst du mal, aber es ist nicht das letzte Gespräch. Jana Maria,
Okay. Reden wir kurz? Mhm. Super. Die guckt sie nicht immer an. Bei Jana merkt man einfach, dass sie sie sehr oft rauszieht. Also irgendwie scheint da was zu sein. Ja, er weiß halt, Jana braucht die ganze Zeit diese Bestätigung und er macht da auch mit und gibt ihr die ganze Zeit die Bestätigung. Ich bin voll easygoing, ganz easygoing. Jana Maria ist mir super wichtig, also wirklich. Und ich muss unbedingt wissen, wie es ihr geht. Ich muss wissen, was in ihr vorgeht. Ist alles okay? Verkraftest du die Situation? Es ist ja süß, dass er sich so viel Gedanken macht. Es ist halt nur so ein bisschen unfair verteilt, dass er bei manchen das eben so macht und da dieses Spiel mitspielt und bei anderen dann sagt, wenn die jetzt mir ein Ultimatum stellt, dann ist sie weg. Und es freut mich, dass du deinen Armband anhast. Ja, hab ich immer an. Ja. Du hast das letzte Mal gesagt, da hattest du es mal kurz aus, aber dann hast du es wieder angezogen. Ja, und dann auch bei Emily habe ich auch gedacht, ey, was geht? Soll ich es ausziehen oder was? Dieses Armbandthema, das ist so peinlich, Entschuldigung. Aber das müsste eigentlich auch im Bingo, es wird über ein Armband gesprochen. Was für eine Scheiße. Also jetzt mal ganz ehrlich. Allein, wenn ich das sagen würde, ich habe gehört, du hast das Armband letztens ausgezogen. Hä? Worüber sprechen wir hier gerade? Was ist das für ein Kindergarten? Es ist echt ein riesengroßer Kindergarten hier. Natürlich war ich überrascht, dass die Emily und er sich beim ersten Date gleich geküsst haben. Was sagt Emily dazu? Ich glaube, er ist so, dass er die, mit denen er noch nicht so viel Zeit hatte, noch viel, viel, viel interessanter findet als so eine Jana, wo er das Spiel schon kennt. Das kennt er ja. Er weiß ja, was kommt. Aber es ist trotzdem interessant genug. Das geht bei dir so schnell. Was geht bei mir schnell? Küssen. Ist es dein Ernst gerade? Ja. Küssen! Die redet auch immer so ein bisschen wie so ein Bauer. Irgendwie. Ah, ich darf ja nichts über Bauer sagen. Manchmal ist sie ein bisschen unbeholfen, sage ich jetzt mal. Küssen? Das kann sie sich hier nicht auf sich sitzen lassen, glaube ich. Nee, kann sie nicht. Oder kann es er auf sich sitzen lassen, ist auch die Frage. Ja, wäre cool, wenn er mal den Mund aufmacht. Das ist ja auch ganz spannend. Das hat auch letztens jemand unter das Video kommentiert, dass es ja beim amerikanischen Bachelor so ist, dass sie tatsächlich in der ersten Folge schon küssen. Und der eigentlich mehr oder weniger alle Frauen küsst. Ich weiß nicht, wie es bei der amerikanischen Bachelorette ist. Vielleicht, wenn ihr es wisst, schreibt mir das ja gerne. Aber ich weiß nicht, ich habe eine Folge geguckt, wo sie tatsächlich in der ersten Folge direkt die Eltern von ihm kennengelernt haben. Oder von den Kandidaten, ich weiß es schon gar nicht mehr. Was total absurd war. Also was für ein Tempo da vorgelegt wird. Wow. Boah, Wahnsinn. Mittlerweile ist schon sehr offensichtlich, dass immer, wo Jana Maria ist, irgendein Sonderaufmerksamkeitstheater ist. Ich würde sagen, Emily gönnt nicht. Wir hatten heute das erste Date und dann haben wir gleich geküsst und so. Dann ist es halt für mich hart, weil ich ja hier bin für dich. Oh, es war irgendwie nicht schön, wie sie die Emily nachgemacht hat. Oh, das war unangenehm. Ah. Ich würde eigentlich zuhören, aber das ist, wir sind zu laut. Das ist gerade nicht schön zu hören. Es ist weird, wenn man einfach das alles hört. Ja, ich finde es auch nicht cool. Cool, dass die anderen alles mitlauschen können. Echt cool. Na? Wenn der wirklich was Ernstes sucht und dann weiter reflektiert, wie das ist, wenn der mit der zusammen wohnt und da kommt jedes Mal so ein Vorwurf, wenn der irgendwas falsch macht. Sehr toxisch. Und von toxischen Beziehungen, da kann die Emily ein Liedchen singen. Ich würde auch eher denken als Mann so, okay, sie schießt sich langsam selber ins Aus damit, aber angeblich scheint es ihm ja zu gefallen, ich weiß es nicht. Ja, irgendwie macht er noch mit. Ich bin gespannt, ob sich das mal irgendwann ändert. Es gäbe hier tausende Situationen mit so vielen anderen Frauen, wo es hätte sich auch ergeben können, aber ich mache das nicht. Ich finde auch, es ist schwierig, einem Bachelor vorzuwerfen, er würde zu viel oder zu wenig küssen oder I don't know, wenn sich das für die beiden Personen in der Situation richtig anfühlt, sollen die das machen. Es ist auch nur ein Kuss. Von ihr hole ich mir immer wieder ein paar Seitenhiebe ab, das weiß ich schon, wenn ich in die Gespräche gehe, aber ist nicht schlimm, ganz im Gegenteil, es ist ja süß auch irgendwo. Noch findet er das süß. Ich glaube, sie wird zeigen, ja und das nächste Mal lass mich nicht so lange warten. Und wieso habe ich die zweitletzte Rose bekommen? Ich hasse das Gespräch so sehr. Da hat aber auch jemand kommentiert, sie kann ja gar nicht wissen, dass es vollkommen egal ist, die Reihenfolge, wann wer ja welche Rose bekommt, weil sie ja anscheinend noch nie den Bachelor geguckt hat. Deswegen jetzt hier die Info, es ist ganz egal. Eigentlich, du kannst dir doch sicher sein, dass du eine Rose bekommst. Nein. Nein? Irgendwie, das ist so ein komisches Fangspielen zwischen den beiden, was irgendwie total bescheuert und kindisch ist. I'm sorry. Nein, ich hab gedacht, ich gehe an dem Tag. Wie bitte? Du hast gedacht, dass du gehst an dem Tag? Mhm. Warum? Hast du ein schlechtes Gefühl bei uns beiden? Mhm. Wirklich? Hat sie es wirklich gedacht? Dein Kuss damals hat sie ja schon sehr aus der Bahn geworfen. Ganz oft machen da ja Männer schon einen Schritt zurück, wenn es dann direkt so Eifersucht ist. Sie hat es ihm aber halt auch irgendwie angetan. Und da hat er es ja auch nicht gemacht. Im Gegenteil, da ist er eigentlich noch mal drei Schritte dann auf sie zugegangen. Sehr gut analysiert. Wenn ich damit am Tisch sitzen würde, ich würde da mit lästern.
evaluieren. Es war einfach krass cool. Es war der Oberhammer, affengeile Scheiße. Es war einfach nur geil. Okay, dann ja, mach's gut, ne? Was für ein crazy Abschied. Ja, es war ein schöner Tag. Es war echt ein schöner Tag. War ein schöner Tag. Also wenn jemand jetzt in seinem Bingo hat, die Produzentin ist zu sehen oder so, würde ich sagen, das gilt. Weil das war so ein krasser Behind-the-Scenes-Shot. Ah, wir hatten schon vorhin die Produzenten zu sehen. Naja, gut. Ich will noch mehr abhaken. Ich will jetzt mein Bingo schaffen. Sag jetzt heiliger Bimbam. Ja, eigentlich hätte das Date richtig schön werden können, aber... Er hat's verkackt, Redaktion. Nein. Die Anzahl ist nicht mal 9, sondern 10. 10 was? Und das Mädel ist geblieben. Ja, wir haben auch so geschaut. Als ich das gehört habe, war ich so, hä? Manchmal bin ich nebenbei, wenn ich Bachelor gucke, am Handy und bin dann so, habe ich das jetzt wirklich verpasst? Spaß! It's a prank! Ach, Gott sei Dank. Es war so ein bisschen cringe zum Ende, weil man konnte so, ja, also man konnte ihm so zuhören. Das war halt so Gespräch. Ja. Es war nicht cringe am Ende, es war cringe von Anfang, Mitte bis Ende, durchgehend. All inclusive. Er hat sie auch gefragt, ob sie eifersüchtig ist, auf jeden Fall. Und dann hat er ihr irgendwie so ein Kompliment gemacht, dass sie ihn immer nervös macht. Ja, das muss auch wahnsinnig unangenehm gewesen sein, für die das mitzubekommen, oder? Es war nicht so flirty, 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 sondern das war so... Flirty. Also so, ja, wie immer, drüber halt. Ja. Kindisch ein bisschen. Wenn der gesagt hat, sie macht ihn nervös, dann erreicht sie damit ja genau das, was sie will. Was sage ich euch? Dumm, er wird's nicht sehen. Er wird's nicht sehen. Ja, dann zweifle ich an seiner Intelligenz. Jungs generell sind vom Kopf her ein bisschen weiter zurück. Mhm. Ich sag mal so, ich glaube, Jana-Maria ist nicht die beliebteste im Haus. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil sie bei mir auch nicht sonderlich beliebt ist. Aber sie ist halt irgendwie auch weird. Kann auch sein, dass der auf so einen Typ Frau steht, aber dann möchte ich mit so einer Frau möchte ich gar nicht im Finale stehen. Wer sagt denn, dass du überhaupt ins Finale kommst? Ruhig dich mal. Es sind noch 9 Frauen da. Dann würde ich mir, wenn die Entscheidung auf mich fällt, würde ich mir denken, und eigentlich stehst du auf sowas? Also. Auf sowas, okay. Beruhigen wir uns, Emily, beruhigen wir uns. Ob der Funke übergesprungen ist oder nicht. Weiß ich nicht. Also Franzi, die gibt mir immer noch das Gefühl, die ist halt auch dabei. Dann brauche ich mindestens noch wirklich ein Einzeldate, um dass er sagen kann, ja oder nein. Ja. Und einen Kuss, bitte. Jetzt kann der so einordnen, so die Diktion so, wenn er jetzt sagt, okay, kommt für mich in Frage, weiß dann auch immer nicht, ob ihr, wenn ihr alleine seid, ob es dort knistert oder ob ihr einfach nur lacht wie zwei Idioten. Das sind die zwei Optionen, basically. Und ich finde es so gut, dass so viele Normale hier in der Villa sind. Nicht so irgendwie Bomben oder so. Das Gespräch finde ich auch jetzt wahnsinnig komisch, dass sie sagt, hey, ihr oder wir, I don't know, ob sie sich mit rein, wir sind gar nicht so geil oder ihr seht gar nicht so gut aus, finde ich gut. Davor hatte ich auch Angst. Davor habe ich voll Angst. Ich auch. Weil ich komme mit sowas nicht so gut klar, wenn jemand extrem viel besser aussieht als ich. Habt ihr euch alle mal im Spiegel angeguckt? Ihr seht alle richtig gut aus. Jetzt zu sagen, da sind keine Bomben dabei, das ist wirklich, das sind krasse, schönheitsideal-typisierte Körper, schöne Gesichter, toll gestylt, tolle Outfits. Ich habe schon 5-mal gesagt, das ist jedes Mal, als ob ich die Miss Germany-Wahl hier angucke, wenn die da an der Nacht der Rosen auflaufen. Also Entschuldigung. Die tun ja immer welche rein, wo halt nicht so gut aussehen. Und ich hatte Angst, dass ich dann die bin, die halt blöd aussieht. Dass ich die Hässliche bin. Gibt ja immer eine Hässliche. Bist du ja nicht. Du bist ja die Schönste. Da widerspreche ich jetzt mal nicht. Und dann kommt auch schon der Bachelor in die Villa. Ich habe sehr viele Neuigkeiten heute für euch. Ich freue mich. Also ich wusste schon, dass vielleicht heute irgendwas passiert, aber nicht, dass er in der Villa stand. Auf jeden Fall umarmt Dominik komisch. Oh, ich habe mich richtig gefreut. Jetzt muss er nur noch schwitzen und sexy Ciao hauchen. Das schaffen wir. Bevor wir uns unterhalten, würde ich gerne Nele, Jasmin und Emily bitten, euch fertig zu machen. Ihr habt, sagen wir, 10 Minuten. Das schaffen die. Die waren ja beim letzten Gruppendate nicht dabei und bekommen jetzt ihr Date. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass vielleicht für eine die Reise heute endet. Was? Das ist doch noch gar nicht nach der Rosen. Bei Eve, ich weiß nicht, ob er das zum jetzigen Zeitpunkt noch schafft, da wirklich auch so einzutauchen. Und wer zur Hölle ist denn jetzt Eve? Hä? Franziskief? Chiarief? Oder doch Nelief?
Wer soll denn jetzt Eve sein? Bin ich doof? Ja, dann gibt's noch eine Neuigkeit, die ich euch verkünden will, aber die sage ich erst, wenn die anderen da sind. Neuer Bachelor? Wow, ganz kurz, okay. Er muss so tun, als ob er es lustig fand, aber ich glaube, er fand es gar nicht lustig. Richtig provokant, die Kleine. Ich glaube, der Stachel sitzt auch immer noch so ein bisschen tief, dass da zwei neue Mädels kamen. Das ist so ein kleiner Seitenhieb zurück, ne? Bei dem Mädel. Er hat ganz lange die Kiara von oben bis unten angeguckt. Da wollte ich direkt mein Armband wieder abmachen. Er hat auch die Tattoos und so angeschaut, dass ich nicht weiß, ob er jetzt positiv sie angeschaut hat oder sie von oben bis unten gescannt hat. Schon wieder so eine Aussage. Ja, weil ich finde die Tattoos ja echt hässlich. So kommt es ein bisschen rüber. Es ist einfach irgendwie nicht so gut. Ja, ihr packt eure Sachen heute. Es ist eure letzte Nacht in der Villa. Oh. Und geil. Ihr werdet umziehen. Denn ganz ehrlich, diese Villa, die ist sehr groß und wir sind jetzt noch halb so viele Kandidatinnen. Und wer soll das bezahlen? Mal ganz ehrlich, jetzt wird es ein bisschen kleiner. Aber cool. Oh, jetzt will ich unbedingt weiterkommen. Der Urlaub, der ist noch nicht zu Ende. Nela hat sich direkt neben mich gesetzt. So, als wäre es selbstverständlich. So, das ist mein Mann, ich sitze vorne und ihr seid die zwei Kinder, ihr geht nach hinten so. Hä? Das habe ich mir aber auch direkt gedacht. Ja, passt doch. Ja, ihr beide seid Reiter hier, ne? Also, ich war noch nie auf dem Pferd. Die beiden so, ja, ich auch nicht. Aber ich reite gerne. Ist das so, gibt es da so ein Zeichen, wo man dann so zieht oder dann springt? Naja, das ist, der springt ja von allein. Zügel, Beine, Gewicht, Natur, Gewicht, genau. Also, beim Western reiten ist mehr Stimme. Warum? Wenn der die ganze Zeit so Soundeffekte, halt, das ist so ein Gespräch über das Reiten und es wird so dramatisch. Fehlen noch so Blitze im Auto einschlagen. Dabei ist ja ein Auto ein pharaoischer Käfig. Hey, das stimmt sogar. Ich hab's komplett anders geschrieben. Ich bin eher in die Pharao-Richtung gegangen. Pharaoischer. Aber gut. Was ist die vorne? Mit der hast du schon geknutscht, dann sitzt hinter der, hast du auch schon, dann sitzt die dritte, die denkt sich, ich will ja eigentlich auch. Vielleicht will sie ja gar nicht, weißt du doch nicht. Ich glaube, dass sich sein Bild zu mir in den letzten drei Dates gewandelt hat. Ich glaube, dass ich interessanter für ihn wurde. Wirklich? Jasmin an seiner Seite sehe ich nicht. Emily gönnt schon wieder nicht. Wenn das Bachelor-Bingo nur aus Emily gönnt nicht bestehen würde, dann hätten wir aber schon ganz oft Bingo gerufen. Keine Ahnung, sie ist manchmal ein bisschen zu reflektiert. Das könnte in der Beziehung auch so sein, dass die Dinge zerdenkt und dann ihm das Leben komplizierter macht. Der Arme, der braucht doch einfach nur jemanden, der sagt, super, ich stehe hinter dir. Ist ein Cappuccino? Emily ist harmlos. Die ist harmlos. Geht das schon in Streit? Das ist noch kein richtiger Streit. Ich will was abhaken. Ich fühle es einfach nicht bei den beiden. Ich kann es nicht anders begründen. Ich bin einfach nur sauer, dass das Auto eine Klimaanlage hat, die anscheinend funktioniert und dass der Bachelor immer noch nicht schwitzt. Das ist so gemein, das ist so gemein. Ja, dann sitzt ihr da mit drei Frauen und außergewöhnlich, ne? Also, ich bin froh, dass wir Mojito hatten. Außergewöhnlich. Also, ich bin einmal ein bisschen mit Bedacht auch, mit welchen Themen redest du jetzt? Klar, also, wenn ich eins gelernt habe über ihn, er geht mit Bedacht in jede Situation, wie zum Beispiel die Sargsituation. Seid ihr eher Ketchup- oder Mayo-Fan? Das ist ein ähnlich wichtiges Thema, ja. Im Gruppendate ist es immer noch so ein bisschen unentspannt und er ist immer noch so ein bisschen aufgesetzt, ist vielleicht so das falsche Wort, aber... Aufgesetzt. Ja, schwierig. Okay. Kurz bevor jetzt, dass sie alle mit Ketchup antworten. Ketchup. Das verstehe ich nicht, das macht mich auch wütend. Ich bin so sauer. Natürlich ist es Ketchup und Mayo. Also warum oder? Schreibt's mir gerne, was seid ihr für ein Team? Und Christina. Ja. Hat gesagt, es passen nur zwei Menschen zusammen, wenn einer davon keine Oliven mag und der andere mag die Oliven. Das war ja auch ein großes Thema, schon auf meinem YouTube-Kanal, dass ich anfange, langsam Oliven zu mögen. Ich bin eher wieder zwei Schritte zurückgegangen und bin immer noch Team Oliven. Schwierig. Wer mag Oliven von euch? Ich mag keine. Ich liebe sie nicht, aber mit dem Alter habe ich gesagt, hin und wieder ist wer isst von euch gerne Oliven? Ich. Jetzt sagst du bestimmt, dass du Oliven magst. Es ist spannend! Wenn ich da hätte schummeln wollen, dann hätte ich auch lügen können, aber... Wenn du anfängst, bei solchen Sachen zu lügen, boah, weiß ich aber nicht, wo du dann aufhörst. Ich warte einfach ab, bis ich ihn noch mehr kennenlerne und dann sieht man ja, ob sie stimmt oder nicht, die Theorie. Warum scheint denn jetzt die Sonne hier so rein? Ich muss mal hier das ein bisschen dunkler machen. Besser? Besser.
Die Theorie ist natürlich absoluter Bullshit. Ich wusste, dass du Oliven magst, aber ich war trotzdem ehrlich. Woher wusstest du das? Hast schon gesagt. Haben sie erzählt in der Villa oben. Ah, das haben sie sogar schon erzählt. Ihr wisst ja alles. Dachte mir, ne? Ihr habt mir alles erzählt. Ich liebe Oliven und ich teile aber auch gerne mein Glas mit ihm. Es ist ein Perfect Match. Eigentlich, wenn es bei Are You The One darum ging, das Perfect Match zu finden, die müssen einfach nur die Oliven-Thematik mal auf den Tisch bringen. Literally. Dann denke ich mir auch so, ja, unwichtige Frage, aber okay. Lass uns noch weitere 3 Stunden drüber philosophieren. Und dann nochmal zum Ketchup-Thema vielleicht? Es gibt aber noch eine, für die es weitergeht. Ja, Gott sei Dank. Ja, Nele. Cool, ich freue mich. Und für die anderen beiden, vielen Dank, dass ihr da wart. Lasst euch nochmal drücken. Lasst euch nochmal drücken, vielen Dank. Es hat wirklich toll gemacht und eine gute Heimreise. Dankeschön. Ja, ich hab's mir verdient. Garnele, du kommst heute noch nach Hause, gell? Mal schauen. Die Garnele. Hey, Girls. Ding Dong. Ding Dong. Hey, Dominik wiederholt Aussage einer Frau. Was ist, ist das, was Christina gesagt hat? Das ist, kann ich abkreuzen? Bitte? Okay, danke. Ding, ding. Ich muss nur noch jemand sagen, dass Dominik ein Traummann ist. Wenn Nele heute ein Übernachtungsdate hat, dann trifft mich das richtig tief. Boah, das würde echt... Geht es schon mit dem Übernachten los? Das ist die große Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Naja, Woche 6. Ja, aber ich klicke mit dem so gut, Alter. Das kann nicht Einbildung sein. Ich will bei dem übernachten. Es ist halt so schwierig, ihn nicht zu mögen, gell? Denn er ist ein Traummann. Oder? Nee? Okay. Ich habe mit Nele so wenig Zeit gehabt nach unserem letzten Date. Das war ja echt schon ein paar Wochen jetzt her. Das stimmt. Die hatten wirklich ein, ich glaube, das zweite oder das dritte Date, das Einzeldate. Und das hat ja richtig gefunkt. Und dann war Funkstille. Du musst irgendwie jetzt langsam anfangen, Gefühle zu festigen und zu intensivieren. Okay, dann machen wir das mal. Lass dich einfach mal überraschen, was gleich alles auf uns zukommt. Bin sehr gespannt. Ja? Ich hatte echt so Kribbeln im Bauch. Wusste nicht, überlebe ich den Abend oder was passiert? Erste Station. Oha. Okay. Ja. Ich würde sagen, du greifst dir den Brief und schauen wir mal, was drin steht. Es ist eine kleine Schnitzeljagd. Schnitzeljagd und so Zettelchen und so, das ist ja genau das, worauf ich echt stehe. Da geht mir auch richtig alle ab. Endgeil. Händchen haltend oder Arm in Arm? Wie wandern wir heute durch die Nacht? Mit Oliven oder ohne, frage ich mich. Arm in Arm? Arm in Arm? Dominik wiederholt, ach, haben wir ja schon. Ja, Arm in Arm, dann machen wir das, oder? Okay, ich bin flexibel, aber Händchen halten wir auch nicht. Wäre auch nicht schlecht. Ja, Arm. Beides. Okay, ich würde sagen auch beides, das ist ein guter Kompromiss. Wir fangen mit Händchen halten an. Sie so, Arm in Arm, er so, wir fangen mit Händchen halten an. Geil, gut, dass du es entschieden hast. Super! Und das mag ich an dem Mann. Ich gebe dir mal wieder die und jetzt kommst du an meine Hand. Bitte. So wie du es ja wolltest. Nächste Überraschung. Oh. Ha? Oh. 3, 2, 1 und... Wow. Ja. Das ist sehr romantisch, das kann man schon mal sagen. Unsere nächsten Aufgaben hängen sehr weit oben, sehe ich gerade. Es gibt 2 Varianten. Also ich kann springen, aber ich glaube, ich komme nicht dran. Die andere Variante ist, ich heb dich hoch. Ich bin aber schwer. Hey, hey, der Bachelor, der spielt Tennis, Tischtennis, der wird es schon schaffen. Oh, 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 gibt's ja gar nicht, okay. Ich hätte sie natürlich auch hochheben können, ne? Wahrscheinlich sogar mit einer Hand so. Ne? Ja. Wahrscheinlich mit einem Finger, wie so einen kleinen Basketball, der so drauf. Brrr, hast du den Brief? Super. Bring mich zum Lachen. Ich soll dich zum Lachen bringen? Mhm. Okay, das ist so nice. Das war wahnsinnig witzig. Wenn ich sage, bring mich zum Lachen und der Typ dann nicht einen fahren lässt, dann bin ich richtig enttäuscht. Aber eine Grimasse, aber ist auch schwierig, ne? Auf Teufel, so, ja, schwierig. Ich sag mal so, mein Partner fürs Leben, der wird's hinkriegen. Oh, okay, yeah! Ey, wir haben's drauf, Mann. Comedy-Programm von den beiden steht. Poolparty. Wollen wir reinspringen? Dabei. Ja. Wärst du dabei? Ja. Klar, sie ist eine spontane Frau. Ich brauche eine Frau an meiner Seite, die spontan ist, die für jeden Scheiß irgendwie zu haben ist, die das Leben mit mir lebt. Und das Gefühl habe ich bei ihr, dass sie bereit da ist. Sie ist eine liebe Frau. Schau mir eine Minute in die Augen, ohne zu sprechen. Oh, das ist eine schöne Aufgabe. Mhm. Kurze Frage, schwitzt der Bachelor eigentlich dolle? Ich sehe es gerade nicht, aber er hat gerade so gemacht. Wow. Nele, Nele. Was machst du mit mir? Dieses lange in die Augen gucken ist auch immer so ein bisschen unangenehm, ne? Da ist Romantik da, da knistert's.
Da funkeln die Augen. Da ist halt Feuer, da ist halt schon Salz, da ist halt schon Würze. Da ist echt, ja, was in der Luft. Da ist was in der Luft! Leider steht es bei mir nicht, aber er sagt das krass oft. Das hat er mir übrigens auch schon bei Instagram geschrieben. Liebe Grüße! Okay, sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe schon am Ende gedacht so, jetzt würde ich ihn auch gerne küssen. Naja, lang wird es nicht mehr dauern, oder? Tanz mit mir. Tanz mit mir? Im Pool oder was? Ich weiß es nicht, aber Musik wäre, haben wir Musik? Ja, bei Drake, da kann er ja nicht anders als zu tanzen. Meine Güte. Das wird ein... Er schwitzt schon, oder? Ist er am Schwitzen? Es wird unser Hochzeitstanz. Ich habe ganz eindeutig seine Schweißperlen glitzern gesehen. Jetzt muss er nur noch sexy Ciao hauchen. Bitte, bitte, bitte! Oder Traummann, guck mal, es ist wirklich, hier könnte es klappen oder hier. So aufgeregt. Dieser Echo, das kann nur eins bedeuten. You set my world on fire. Es wird geknutscht. Schön. Jana ist schon wieder im Armband zuppeln, ich sag's euch. Nee, so einen romantischen Moment hatte ich, glaube ich, noch nie. Es ist schon echt sehr, 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 sehr romantisch. Oh, jetzt krieg ich auch schon Pipi. Krass, also die Location, dann mit dem Lied, mit dem Mann. Das hat man dann auch selten, dass so mindestens 5 Leute wahrscheinlich damit beschäftigt sind, eine Location für ein Date zu dekorieren. So, das war echt der perfekte Moment. Schön. Ja, jetzt ist mir ganz schön warm, ne? Ich würde aber sagen, die Reise geht weiter. Er schwitzt, er schwitzt, er schwitzt! Gut, was jetzt ansteht, ist, dass wir die Herzen hier zerschlagen. Und in jedem Herz ist eine Aufgabe drin. Also er ist quasi der Herzensbrecher. Passt ja. Slowly but surely into her heart. Auf die Liebe. Was für Aufgaben erwarten die beiden? Wenn du abends einschläfst, denkst du manchmal an mich? Oh. Also nach dem Sargdate wäre nicht, oder? In den Träumen hat mich das auch schon gehauntet. An wen soll ich sonst denken gerade? Also war das ein Ja? Ja. Ja, Dummerchen. Willst du meine Antwort auch hören? Nee, ich glaube schon. Okay. Nicht nur, wenn ich abends einschlafe, sondern auch tagsüber. Oh, Wahnsinn! Wie wir nebeneinander einschlafen würden, Löffelchen oder Rücken an Rücken? Naja, Rücken an Rücken, wer macht das denn? Ja, wer macht das denn? Das würde ich auch nicht akzeptieren. Nee, das würde ich auch gar nicht akzeptieren, niemals, nein. Auch so ein schöner Abend hat leider in dieser Reise hier, ja, ein Ende. Mhm. Hoffentlich haucht er Ciao, das ist mir einfach das Wichtigste. Vielen Dank für den schönen Abend. War echt schön. Es ist kein Ciao gefallen! Nein! Ich habe so drauf gebaut auf diesen Moment. Ich hatte schon gehofft, dass ich vielleicht da bleiben darf. Nach dem Date oder? Ja, natürlich. Neil ist ready, wir auch. Jetzt habe ich echt ein Problem. Ja, das matcht. Sehr, sehr gut. Aber die anderen Frauen, die sind natürlich jetzt gleich erleichtert, wenn die Nele nach Hause kommt. Wann glaubst du, kommt sie? Mhm. Aber da ist sie doch. Kein Kuss heute? Doch. Wichtige Information. Sie wollte halt nicht schon wieder so unter die Nase reiben, aber natürlich ist ein Kuss gefallen. Sie ist glücklich aus. Mhm. Ja. Also ich habe das Gefühl, wenn er sich für die Nele entscheiden würde, dann würde er sich wirklich für eine sehr gute Grundlage für eine gesunde Beziehung entscheiden. Ich gehe weiter schlafen. Ach so, schlafen? Mhm. Krass. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich kuschel jetzt weiter mit meinem Armband. Gute Nacht. Es wird immer kritischer. Also ich habe mich heute auch schon ein bisschen geärgert. Also morgen wird da jeder reingehen mit so... Also Chiara, die fühlt sich safe. Aber der Rest? Das sieht ein bisschen so aus, als würde Franzi da unten im Eck sitzen und irgendwie in die Ecke kacken. Aber macht sie natürlich nicht. Sie sitzt auf dem Koffer. Emily, hör auf, Leute nachzumachen. Das kommt nicht gut. Das ist doch keine echte Freude mehr. Die machen hier einen auf Best Friends. Und ich glaube, Anna gönnt es Nele auch so privat.
Aber Anna fuckt das richtig brutal ab, dass Nele so weit ist. Vor allem dieser Ratschlag kommt von mir. Ich mache die ganze Zeit Leute nach. Upsi. Wir sind echt bei den Frauen jetzt angekommen, wo da keine mehr ist, die mir einfach gleichgültig ist. Wo ich jetzt sagen würde, ey, das ist mir scheißegal, wenn die geht. Ja, so langsam sind wirklich nur noch seine Favorites dabei, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ein, zwei können noch gehen und dann wird's wirklich schwer. Aktuell ist es so, dass ich wieder ein bisschen mehr aufgeregt bin, tatsächlich. Und ich frage mich schon, wo ich stehe. Hey, der Dominik, der ist immer noch fasziniert von Anna, da bin ich mir sicher. 1000% sicher. Unsere Magie ist so an einem Mittelpunkt. Also ich hoffe, dass es nochmal irgendwie all the way up. Unsere Magie. Ich muss kotzen. Ich glaube, das ist echt so die erste Nacht der Rosen, wo ich mich richtig gut fühle, ich sehr happy bin. Ich denke auch, Nele ist safe weiter. Heute ist echt noch was ganz Besonderes, denn ja, das wird unsere letzte Nacht heute hier sein. Willst du vielleicht den Frauen noch sagen, wie bezaubernd sie aussehen? Wir gucken uns heute die Telenovela-Geschichten an. Nein, bitte nicht, ich will es nicht nochmal. Okay, let's go. Ja, Dominik sagt, okay, let's go. Es ist so knapp, Leute, es ist so knapp. Ja, ich habe mich heute riesig gefreut, dass wir mal komplett anders gestartet haben mit der Nacht der Rosen. Und ich glaube, das hat die Stimmung so ein bisschen angeheizt. Na, wenn es nur das braucht, um eure Stimmung anzuheizen, na, herzlichen Glückwunsch. Take one. Das ist so witzig. Hi, Carlos. Hi. Diego. Diego. Emanuel. Carlos. Das ist mein neuer. Das ist Emanuel. Ich bin froh, dass er auch zumindest so ein bisschen so guckt. Da waren so ein paar Schauspielerinnen dabei. Wenn ich mir das anschaue, tut es direkt wieder weh. Ey, Leute, Moment. Ich habe ja jemand streitet sich. Ich meine, es war zwar geschauspielert, aber es war so gut geschauspielert, dass es eigentlich wie echt war. Und deswegen können wir das auch abhaken. Ich habe gedacht, ich wäre voll der Star und ich wäre echt gut. Aber lieber sehe ich andere Menschen im Fernsehen wie mich. Naja, hey, wenigstens ein bisschen Selbstreflexion. Lieben wir Reflexion. Ich will da jetzt nicht so eine Wissenschaft draus machen. Mamacita, ich liebe ihn. Was? Marisol? Auf gar keinen Fall. Das ist wirklich so schlecht. Entschuldigung. Es sah 1A aus, auch sich selber da so spielen zu sehen. Echt geil. Okay, vielleicht hat er doch nicht sich so für sich selbst geschämt, sondern nur für die anderen. Ey, ich war geil. Ey, ich bin der Bachelor. Ich bin der Bachelor. Hast du Lust zu quatschen? Wenn es jetzt schon... Ja, sehr gerne. Let's go. Okay. Let's go. Hatte ich schon so den Eindruck, dass ihn gefühlt heute wieder übertrieben viele Girls ansprechen wollten. Ja, halt alle. Will heute jemand mit ihm sprechen? Ich. Haben die das so geschnitten oder war es wirklich ein... Klingt wie ein kleines Meerschweinchen. Mittlerweile reichen einfach nicht mehr diese Gespräche in der Nacht der Rosen. Da muss einfach schon mehr Basis da sein. Das stimmt und ich habe das Gefühl, Jasmin aus Fürth fliegt bald wieder nach Fürth. Du bist die Einzige, glaube ich, dass ich in deiner Anwesenheit immer noch aufgeregt bin. Bist du? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Sagst du mir, dass er ein Traummann ist, damit ich ein Häkchen machen kann, bitte? Letztendlich, du, ich glaube, wir kennen uns so 5% vielleicht. Ich würde sagen 7 inzwischen. Ja, 7? Mhm. Das war nicht das, was ich mir erhofft habe. Du schleppst mich halt jedes Mal mit auf irgendeine Kacke, wo ich keinen Bock habe. Also, ehrlich? Schaff ich das? Zumindest ist sie ehrlich. Warte mal ganz kurz, was sagst du zu dem Helikopterflug? Also da, sag mal, war ja wohl... Fantastisch. Ich habe ja gesagt, ich vertraue dir. Mache ich auch weiterhin. Ja. Also was sagst du dazu? Entschuldigung, also da, das war doch super. Ja, du bist ständig im Kopf, in meinem Kopf, wirklich. Also. Schade, dass da nicht steht, eine Frau ist in seinem Kopf. Wir sind uns ja noch gar nicht, sag ich mal, körperlich näher gekommen, aber trotzdem weiß ich, dass sie bei mir wirklich, ja, ein sehr gutes Gefühl auslöst. Also nächstes Date muss er doch jetzt die Anna mal küssen. Der redet so viel davon, dass sie sich noch nicht geküsst haben, dass ich das Gefühl habe, der hat so Bock, die zu küssen. Es wird langsam echt, ernster. Ja, ernster. Und bei uns beiden, wir hatten ein super schönes Date und danach jetzt irgendwie noch nicht so richtig Zeit für uns gehabt. Mhm. Für sie könnte es auch eng werden. Wie bist du eigentlich in einer Beziehung? Bist du so, dass du viel mit deiner Freundin machst, oder? Mhm. Ich bin schon, also ich finde Zweisamkeit echt wichtig. Ja, gut. Irgendwie so mittelfristig, langfristig muss man schon zusammen wohnen, meiner Meinung nach. Ja. Bei einer Fernbeziehung. Geht das immer irgendwie über, ne? Ja, und wozu warten, wenn es passt? Richtig, bin ich voll bei denen. Ich setze mich mit denen in ihre kleine Schaukel rein und sag, ja, sehe ich genauso. Jetzt haben wir die Zeit, ausgemacht? Ja, dann haben sie sie raus.
wenn du das Bedürfnis hast, mit ihm zu sprechen, mach das. Wie sie sich einen Rat von Anna holt. Was soll ich machen? Aber wenn du mit ihm redest, dann überleg dir, was du mit ihm redest und setz dich dann nicht hin. Also dann, ich habe schon einen Grund. Ja, dann okay. Ja, ich habe mir was Tolles überlegt. Ich bin schon ganz gespannt, Leute. Was kann es sein? Christina ist echt special irgendwie immer noch für mich. Das ist jetzt nicht nur, dass ich sage, ey, das ist mein Buddy, die ist cool und so, sondern ihr Grinsen steckt mich an, ihre Worte stecken mich an. Die hat auch wirklich eine sehr tolle Ausstrahlung und ich habe es immer noch geliebt, wie sie letztes Mal einfach gesagt hat, was ist das für ein Scheiß-Date. Sorry, aber what was that? Sie hat es leider nicht zu ihm gesagt, aber zumindest zu uns. Ich will euch gar nicht stören. Tust du aber, nein Spaß. Nein Spaß. Können wir danach auch noch mal kurz... Es traut sich keiner mehr zu crashen. Weil die genau wissen, du stellst sie auf die Warteliste. Ich bin schon ganz gespannt, was die Franzi sich überlegt hat. Ihr auch? Ich wollte ihm nur das so mitteilen, sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich habe da nicht so krasse Hoffnung. Na, wenn nichts zu verlieren ist, kann man jetzt auch sowas raushauen. Ja, ich habe ein Anliegen. Oh! Mhm. Ich habe ja gehofft, dass es ist, eine Kandidatin geht freiwillig, weil dann hätte ich auch Bingo schreien können. Aber es ist leider nicht so, Leute. Es wird viel schlimmer. Ich finde es wirklich schade, dass wir noch nie so wirklich private Zeit hatten. Okay, das war's aber noch nicht. Dennoch danke ich dir auf jeden Fall wirklich für die tolle Zeit, weil ich habe das Gefühl, heute ist meine Zeit abgelaufen irgendwie. Du musst dazu noch gar nichts sagen. Dennoch, es ist auch so wie so ein Aufsatz, den ich geschrieben habe. Dennoch, hinsichtlich der Erwartungen, sind diese vollkommen übertroffen worden. Außerdem war das Buffet sehr schmackofatz, schmackhaft. Falls ich heute gehen sollte und du deine tolle Frau triffst und es nicht klappt, kannst du dich gerne bei mir melden. Das hat sie nicht gesagt. Ich finde das irgendwie ganz schlimm, dass sie das gesagt hat. Irgendwie bricht mir das das Herz. Ich weiß es nicht. Heiliger Bim-Bam, Leute. Ja, ich finde das sehr sympathisch schon wieder. Okay. Ja, du sagst, was du denkst und das finde ich super. Also bin ich da die Einzige? Ich finde, das hätte sie echt nicht sagen sollen. So, wenn der dich nicht will, dann nein. Nee, dann brauchst du auch nicht später anrufen. Ich hab's mir jetzt doch alles überlegt. Die anderen fünf, die wollen mich irgendwie nicht mehr. Wie sieht's bei dir aus? Nee, dip. Genau diese Franzi mag ich. Die Sachen sagt, wo sie sich danach so denkt, okay, habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich hoffe, sie denkt sich das, ja. Alle denken sich so, ach du Scheiße, was ist denn das für eine? Und ich denke mir, ey, du bist geil, Mann, ohne Scheiße. Naja, schade, dass er nicht gesagt hat, dass sie bezaubernd ist, aber gut. Wenn er es toll findet, dann ist es toll. Ich wollte fragen, ob wir quatschen wollen. Ja, können wir machen. Okay. Die anderen Frauen zitieren auch zum Gespräch. Ich habe das Gefühl, manchmal wir kommunizieren auch so ein bisschen, ohne zu sprechen. Du frisst mich mit deinen Blicken auf, okay? Okay. Blicke sagen mehr als 1000 Worte. Was für ein Sprichwort, oder? Das sag ich auch immer. Das ist mein Spruch. Also du bist so eine attraktive Frau. Ich finde dich vom Charakter. Du hast mich so oft hier überrascht. Aber dann hast du aufgehört. Dann hast du aufgehört, mich mit deinem Charakter zu überraschen. Das macht es mir sehr schwierig gerade, so zu überlegen, okay, wo stehen wir beide? Ja. Das haben auch viele kommentiert. Das heißt nicht, das macht es mir auch sehr schwierig. Lieber Dominik. Am Anfang die Offensive, die Offene und jetzt die Introvertierte und Schüchterne. Was passiert gerade mit dir? Was passiert da gerade? Veränderst du deine Person? Eigentlich hat sie von Anfang an gesagt, dass sie eher zurückhaltend und schüchtern ist. Nur du hast gesagt, na, das glaube ich aber nicht, sieht doch viel zu gut aus. Kann mir doch keiner sagen, dass jemand schüchtern ist. Aber eigentlich hat sie es von Anfang an gesagt und du hast vielleicht einfach nur nicht ihr geglaubt oder zugehört. Wie stellst du dir das Leben jetzt danach vor nochmal? Also wie? Der so richtig so ein bisschen abweisend. So, ja, was stellst du dir jetzt vor? Also ganz ehrlich, wie soll ich jetzt dich nehmen? Wenn ich danach jetzt zum Beispiel mit dir rausgehen würde, dann würde ich mich dir anpassen. Findet er es jetzt gut oder schlecht, dass sie das gesagt hat? Warum? Ich finde das schön. Also mein Traum war es immer, mit meinem Partner gemeinsam was aufzubauen. Und bis jetzt klang es auch immer so, dass er jemanden möchte, der genau das kann. Ich meine, Emily hat gesagt, ich tue alles für meinen Mann. Ich opfer mich auf, ich pushe die Karriere, whatever. Und danach haben die geknutscht. Aber wenn Lara das sagt... Was ich selber in meiner Zukunft alleine machen möchte, das weiß ich noch nicht. Ja. Das ist eben noch unklar. Und wie findet der Bachelor das? Ich finde es sexy, wenn eine Frau im Leben steht und selber anpackt. Und das mit den Aussagen hat sie mir irgendwie nicht gezeigt dann. Ja, und das ist halt so, Lara ist 23. Dass man da noch nicht zu 100% weiß, wo es hingeht, was man mal machen möchte, ist, glaube ich, normal. Klar, ich baue mir gerne was mit einer Frau auf, um Gottes Willen, ey. Wir können uns ein Imperium aufbauen.
Aber ich brauche trotzdem eine Frau, die auf den eigenen Beinen stehen kann, die nicht abhängig ist. Und das ist mir ganz wichtig. Scheint mir auch nicht so, als wäre sie abhängig von dir. Sie hat ja nur gesagt, hey, ich kann gerne da hingehen, wo du hingehst. Vielleicht ist sie gerade mit dem Studium fertig oder ist nicht so an ihren Job gebunden, kann sich dann was Neues suchen. Dann haben wir heute echt einige Gespräche geführt. Können wir jetzt tanzen? Natürlich. Eigentlich war das richtig gut für mich, weil da habe ich ihn wieder gespürt und ich konnte ihn auch anfassen, weil das ist ja ganz wichtig für mich. Und es ist ja auch wichtig, dass Diana immer das bekommt, was für sie wichtig ist. Also das ist doch logisch. Ich glaube, dass ich eine Rose bekomme. Hoffentlich nicht die vorletzte. Wir hatten ein paar Mal sehr tiefe Blicke, was vorher auch noch nicht so da war. Und das zeigt mir einfach auch, dass es auf seiner Seite auch ein gutes Gefühl war. Das freut mich für die beiden. Macht Lust auf mehr? Ist es schon so in diesem Haus so rübergekommen, dass er das die ganze Zeit sagt, dass sie sich schon drüber lustig machen? Oh, ich dachte, ich bin die Einzige. Ich bin ein Löwe, ne? Ich zeig zuerst so, ich möchte zuerst jagen. Und wenn ich dann gejagt habe und gesagt habe, du bist meine Beute, dann lehne ich mich zurück und dann möchte ich erobert werden. Ich sag mal so, als Löwe, Überlebenschance, zero. Hier ist es ja so, dass du wirklich direkt eine Entscheidung treffen musst. Und diese Entscheidung kann nicht rückgängig gemacht werden, bestenfalls. Und war ja auch schon mal anders, glaube ich. Ich wollte es gerade sagen, frag mal Nico. Grüße gehen raus. Mit dir habe ich das Gefühl, dass ich mit dir noch ganz viele Nächte durchtanzen könnte. Wer kriegt die erste Rose? Wenn es nicht Jana ist, dann flippt sie aus. I'm freaking out, jetzt mal ehrlich, ich raste aus. Chiara. Oh, da haben die heißen Blicke ja zu was geführt. Die erste Rose. Nele. Gott sei Dank. Anna. Lässt er wieder Jana Maria so lang zappeln? Für dich gibt es keinen neuen Bachelor mehr. Du musst mit mir Vorliebe nehmen. Jana Maria. Da sitzt der Stachel aber mindestens genauso tief. Mit dir bin ich auch glücklich. Dankeschön. Willst du die Rose annehmen? Ja. Sehr schön. Wer hätte es gedacht? Meine Rose. Das erinnert mich an mein Kind. Meins! Ja, du kannst es haben. Niemand wollte dir das wegnehmen. Franzi. Dass sie eine Rose bekommt nach der Aktion. Christina. Die letzte Rose. Wer kriegt sie? Je weniger es werden, desto aufgeregt war ich. Man weiß ja nie, was in so Männerköpfen vorgeht. Übrig sind noch Emily, Lara und Jasmin. Emily. Tja. Das war wohl ein schlechtes Gespräch zwischen Lara und dem Bachelor. Es hat so gut angefangen, ich fand sie mega sympathisch. Schade. Wenn es für ihn einfach nicht so gefunkt hat, dann ist das jetzt, vor allem zu dem Zeitpunkt, wo man sich noch nicht verliebt hat, komplett in Ordnung. Jetzt muss ich aber gucken, ob er noch Ciao sagt. Moment. Es ist kein Ciao, ich flippe aus. Dankeschön für die schöne Zeit. Mein Bruch, dein Herz, du machst alles richtig. Kann nicht zu Ende sein. Ich bin okay damit. Ich freue mich auf zu Hause. Es ist einfach eine Last, die gerade von mir abfällt. Es war ein Riesendruck und ich freue mich einfach auf zu Hause. Man merkt richtig, dass sie mit den Tränen zu kämpfen hat, weil sie es, glaube ich, schon, wie sie sagt, sehr unter Druck war. Ja, wir gehen zum Glamping. Das heißt, glamorous Camping, habe ich gehört. Ich wusste. Wir werden da. Warum wusste sie das? Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, ich bin euer Nachbar, ne? Und, ich zieh zu euch. Er ist so ein relatable Typ. Am Ende noch ein kleines Ciao vielleicht? Nächste Woche bei der Schreibt mir sehr gerne, ob ihr ein Bingo diese Folge bekommen habt. Ich habe das Gefühl, es sind sehr, sehr viele Sachen gefallen. Aber es hat diesmal nicht gereicht. Vielleicht ja nächstes Mal. Abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.